Bonjourge, mein Hörnchen. Sicherheitshinweis. Gehen Sie mit Ihrem Passwort so um wie mit Ihrer Unterwäsche. Teilen Sie es mit niemandem. Wechseln Sie es regelmäßig und lassen Sie sie nicht in der Gegend rumliegen. Hui! Den dicken Band hier, den ich seit 30 Jahren so oft gebraucht, kann ich doch nicht ohne die einen treuen Diener gebührenden Rücksichten entlassen. Und soll ich diesem, der mich durch gesunde Lehren gestärkt hat, nicht wie einen Meister einen letzten Gruß zuteil werden lassen? Aber so oft mir ein Band begegnet, der mich irregeführt und durch unrichtige Daten, Lücken, Lügen und andere Feinde des Forschers meine Seele betrübt hat, rufe ich mit bitterer Freude: Fort mit dir, Verleumder, Verräter, Betrüger, geh weg von mir. Vade retro, mögest du, dank deinem unverdienten Goldschmuck, deinem angemaßten Rufe und deinem schönen Saffian, Einband in den Schrank eines Wechselmaklers gelangen, den du nicht irreführen wirst wie mich, weil er dich niemals lesen wird. Ich legte, um sie für immer zu bewahren, die Bücher zurück, die mir als Andenken geschenkt worden waren. Als ich die Handschrift der Legende Aurea in diese Reihe legte, hätte ich sie küssen mögen in Erinnerung an Frau Trepow, die trotz ihres Emporkommens und ihrer Reichtümer sich dankbar zeigte und die, gesonnen, mir ihre Erkenntlichkeit zu beweisen, meine Wohltäterin wurde. Ich hatte also einen Vorbehalt. Da wurde ich zum Verbrecher. Die Versuchung kam über Nacht und dabei bei Tagesanbruch war ich unfähig zu widerstehen. Während alles im Hause noch schlief, stand ich auf und schlich mich aus meinem Zimmer. Ihre Schattenmächte, ihre Nachtgespenster, wenn ihr nach dem ersten Hahnenschrei bei mir verweiltet und sahet, wie ich mich auf den Fußspitzen in die Bibliothek schlich, so hättet ihr sicher nicht wie Frau Trepow in Neapel ausgerufen. Dieser Greis hat den runden Rücken eines gutmütigen Menschen. Ich ging hinein. Hamilkar lief mir schnurgerade auf mit aufgerichtetem Schwanze neben mir her und rieb sich schnurrend an meinen Beinen. Ich ergriff dann einen Band vom Bücherbrett, irgendeine ehrwürdige gotische Schrift oder einen edlen Dichter aus der Renaissancezeit, das Kleinod, das Prachtstück, von dem ich die ganze Nacht geträumt. Ich nahm es und steckte es möglichst tief in den Schrank mit den zurückgelegten Büchern, der zum Platzen voll war. Schreckliches Geständnis. Ich stahl von Jans Mitgift. Kaum war das Verbrechen vollbracht, so begann ich eifrig von neuem den Katalog aufzustellen, bis Jan mich um irgendeinen Rat betreffs ihres Brautkleides und ihrer Aussteuer bat. Ich verstand nie recht, um was es sich handelte, weil mir die modernen Fachausdrücke für Schneiderei und Wäsche fehlen. Wenn durch ein Wunder eine Braut aus dem 14. Jahrhundert erscheinen würde und mich über Schmuck und Putz befragte, so könnte ich ihr wohl Rede stehen, weil ich ihre Sprache verstände, aber Jeanne ist nicht aus der Zeit und ich verweise sie an Frau de Gabri, die gegenwärtig Mutterstelle bei ihr vertritt. Es wird Nacht. Es ist Nacht geworden. Ans Fenster gelehnt blicken wir hinaus ins Weite, wo tausende von Lichtpunkten aus dem Dunkel auftauchen. Über die Brustwehr gebeugt, stürzt Jeanne die Stirn in die Hand und scheint traurig zu sein. Ich betrachte sie und denke, jedem Wechsel, auch dem, den man am heißesten herbeigesehnt hat, haftet etwas Wehmütiges an, denn was wir aufgeben, ist ein Teil von uns selbst. Man muss von seinem Leben scheiden, um in ein neues einzugehen. Als wenn sie meine Gedanken erraten hätte, sagte Jeanne: Ich bin sehr glücklich, mein Vormund, und doch möchte ich weinen. Letzte Seite. 21. August 1869. Die 87. Seite. Noch waren einige 20 Zeilen und mein Buch über Insekten und Blumen ist fertig. 87. und letzte Seite. Wie wir soeben gesehen haben, sind die Besuche der Insekten von großer Wichtigkeit für die Pflanzen. Die Insekten übertragen die Pollen der Staubgefäße auf den Stempel. Die Blume scheint für diesen Besuch eingerichtet und für dieses Hochzeitsfest geschmückt zu sein.
Ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, dass die Honiggrube einen süßen Saft bereitet, der das Insekt anlockt und veranlasst, die direkte oder gekreuzte Befruchtung unbewusst zu vollziehen. Die letzte Art ist die häufigere. Ich habe gezeigt, dass die Blumen durch ihre Farbenpracht und ihren Duft die Insekten anziehen. Ihr innerer Bau bietet diesen Besuchern einen derart angelegten Zugang, dass sie beim Eindringen in die Blütenkrone auf der Narbe den Staub zurücklassen müssen, mit dem sie bedeckt sind. Mein hochverehrter Meister Sprengel sagt von dem Pflaum, der die Blütenkrone des wilden Geraniums bedeckt: Der weise Weltenschöpfer hat kein einziges unnützes Härchen schaffen wollen. Auch ich sage jetzt, wenn die Lilie auf dem Felde, von der das Evangelium spricht, herrlicher gekleidet ist als der König Salomo, so ist der Purpurmantel gleichsam ihr Hochzeitskleid und dieser reiche Schmuck eine Notwendigkeit für ihre stete Fortpflanzung. Dann gibt es eine Anmerkung, eine Fußnote. Herr Silvestre Bonnard wusste nicht, dass sehr berühmte Botaniker gleichzeitig mit ihm Untersuchungen über die Beziehungen der Insekten zu den Pflanzen vornahmen. Die Arbeiten von Darwin und Hermann Müller, die Beobachtungen von Sir John Lubbock, waren ihm nicht bekannt. Bemerkenswert ist, dass die Schlussfolgerungen von Herrn Silvestre Bonnard sich denjenigen dieser drei Gelehrten außerordentlich nähern. Weniger nützlich vielleicht, doch sicherlich interessant, dürfte die Bemerkung sein, dass Sir John Lubbock, wie Herr Silvestre Bonnard, Altertumsforscher ist und sich im späteren Alter der Naturwissenschaft widmete. Anmerkung des Herausgebers. Broll, den 21. August 1869. Broll, mein Haus ist das letzte an der Dorfstraße, wenn man nach dem Walde geht. Es ist ein Giebelhaus, dessen Schieferdach im Sonnenschein in aller Regenbogenfarbe schimmert, wie das Kehlgefieder einer Taube. Die Wetterfahne oben auf dem Dache verleiht mir hierorts mehr Ansehen als meine sämtlich geschichtlichen und philologischen Forschungen. Unter den Dorfjungen ist keiner, der Herrn Silvestre Bonnards Wetterfahne nicht kennt. Sie ist rostig, knirscht und ächzt im Winde. Mitunter versagt sie, wie Therese, die sich unwillig und mürrisch von einem jungen Bauernmädchen helfen lässt. Das Haus ist nicht sehr geräumig, doch es lässt sich behaglich darin leben. In mein zweifenstriges Zimmer scheint die frühe Morgensonne hinein. Über diesem befindet sich das Zimmer meiner Kinder Jeanne und Henri, das sie zweimal im Jahr beziehen. Dort stand die Wiege des kleinen Silvestre. Er war ein hübsches Kind, sah aber immer blass aus. Voller Angst folgte der Mutter Blick dem Kleinen, wenn er auf dem Rasen spielte. Oft ließ sie die Nadel ruhen und nahm ihn auf den Schoß. Das arme Kind wollte nicht schlafen. Er sagte, wenn es schliefe, ginge es ganz weit fort in ein dunkles Land und sähe doch Dinge, von denen sie sich fürchte und die es nicht mehr sehen wolle. Dann rief die Mutter mich und ich setzte mich an sein Bettchen. Der Kleine nahm einen meiner Finger in sein fieberheißes, trockenes Händchen und sagte: »Pate, erzähle mir doch ein Märchen.« Ich erzählte allerlei Geschichten, die mit ernstem Gesicht er mit ernstem Gesicht anhörte. Ihm gefielen sie alle. Doch eines setzte besonders seine kleine Seele in Verwunderung. Das war das Märchen vom Wundervogel. Wenn ich das zu Ende erzählt hatte, bat er: »Erzähl noch einmal, bitte, noch einmal.« Dann begann ich von Neuem, das Köpfchen mit dem blassen Gesichtchen, in dem man die Adern sah, sank in die Kissen. Alle unsere Fragen pflegte der Arzt zu antworten. Dem Kinde fehlt nichts Besonderes. Allerdings, dem kleinen Silvestre fehlte nichts Besonderes. Im vorigen Jahr rief mich der Vater eines Abends und sagte: »Kommen Sie doch herauf, es geht mit dem Kleinen schlechter.« Ich näherte mich dem Bettchen. Unbeweglich stand die Mutter daneben. All ihr Denken und Fühlen hielt sie dort gefesselt. Der kleine Silvestre blickte zu mir auf. Langsam glitten seine Augäpfel unter die oberen Augenlider und kamen nicht mehr zum Vorschein. »Pate«, sagte er, »nun brauchst du mir keine Märchen mehr zu erzählen.« »Nein, ich brauche keine mehr zu erzählen.« »Arme Jeanne, arme Mutter.« »Ich bin zu alt, um tief erschüttert zu werden, aber es ist etwas Schmerzliches und Geheimnisvolles um den Tod eines Kindes. Heute kehren Vater und Mutter wieder in das Heim des Greises zurück. Da kommen sie eben Arm in Arm aus dem Walde. Jeanne trägt einen eng anliegenden schwarzen Mantel, Henri hat einen Flor um seinen Strohhut,
aber strahlend vor Jugendfrische lächeln die beiden einander zärtlich an. Sie lächeln der Erde zu, über die sie dahinschreiten, der Luft, die sie umweht, dem Lichte, das aus den Augen des einen und dem anderen entgegenstrahlt. Ich winke ihnen vom Fenster aus mit meinem Taschentuch und sie lächeln dem alten Mann zu. Jeanne kommt behend die Treppe herauf, umarmt mich und flüstert mir ein paar Worte ins Ohr, die ich mehr errate als verstehe, und ich erwidere darauf: Gott segne sie, Jeanne, und ihren Mann bis in die späteste Nachkommenschaft. Ja, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Fini.